lassen. Oh, mein armer Bauch kann nicht mehr. Voll langweilig. Ich dribbel mal darüber. Dribbel, 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 dribbel. Spülen wir mal mit einer eiskalten Limo nach. Danke. Ah, es ist der Ghoul. Also lass uns schnell abhauen. Wir haben ihn abgehängt, Kumpel. Hast du mit mir gesprochen? Halt! Wenn du hier vor mir stehst, wer ist dann bitte hinter mir? Hereinspaziert und mitgemacht. Bei einem Volltreffer gibt's ein Stofftier für ihre Freundin. Oh, mein Freund ist so stark. Er wird für mich viele Stofftiere gewinnen. Wir haben einen Gewinner! Mein starker Held! Verbrechensalat! Es ist Killermoth! Titan! Dumb City soll vor meiner Macht erzittern! Kein Zentimeter weiter, Killermoth! Ihr werdet mich nie aufhalten, Titans! Wie ist der Neue? Was redest du da? Das ist mein Kumpel! Oh, Beastboy! Das sieht nicht aus wie Beastboy. Was habe ich gesagt? Aha, so beurteilst du also eine Person. Nach deren Aussehen? Idiot. Naja, wie soll ich es denn sonst beurteilen? Unglaublich! Vielleicht solltest du lieber mal auf seine inneren Organe achten. Ja, lern ihn erst mal kennen. Frag ihn nach seinem Lieblingslied. Wartet. Wollt ihr mir damit sagen, dass Aussehen keine Rolle spielt? Das ist, als würde man in ein stinkiges Klo gehen und sagen, Gerüche spielen keine Rolle. Tun sie aber. Das tun sie wirklich. Wir kaufen dir deine hinterhältigen Lügen nicht ab, Killermoth. Ich wurde auch mein ganzes Leben lang wegen meines Aussehens verurteilt. Deswegen bin ich überhaupt erst zum Superbösewicht geworden. Titans, go! Alter Gedankenkontrolltrick wirkt bei uns nicht. Was ist das für ein Gestank? Ich sagte doch, dass ich Probleme mit meinem Magen habe. Robin ist außer Gefecht gesetzt. Er ist vollkommen außerhalb des Gefechts. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Robin ist immer der, der uns sagt, was wir tun sollen. Nun ja, ich würde euch lieben gerne sagen, was ihr tun sollt. Sei gegrüßt, Brother Blood! Sei gegrüßt, Brother Blood! Und jetzt, meine Marionetten, erschaffen wir eine neue Weltordnung. Oh, ihr seid vermutlich ja noch hier, wenn ich vom Töpfchen komme. Wenn der Kranich zuschlägt, wenn der Kranich zuschlägt, Blitz als Ohrring, bedrucktes Shirt, der Tritt des Kranichs schmerzt dich unerhört. Dir hilft kein Schutz und keine Flucht. Der Tritt des Kranichs trifft mit voller Wucht. Ich geb dir den Tritt des Kranichs. Oh Baby, ich geb dir den Tritt des Kranichs. Des Jahrhunderts! Wenn der Kranich zuschlägt. Hallo,
Titans! Ach, Control Freak. Schalt weiter. Programm wechseln könnt ihr vergessen. Bäh, heute Abend läuft nur Mist. Tut mir leid, ich glaube, heute läuft nur das eine. Was ist denn der Grund für diese Unterbrechung? Ich habe gehört, dass im Tower heute TV-Abend ist. Und ich habe genau die richtige Serie für euch. Viel Spaß! Moment, das sind wir. Das geht voll ab! T-I-T-I-M-S, go! Es gibt eine Serie über uns? Nein, ihr seid die Serie! Das liegt sicher nicht nur am Neonlicht. Ich weiß nicht genau, was dieser Abend mit uns macht. Wenn wir tanzen, erleuchten wir die Nacht. Leuchtet hell die Nacht. Wir liegen viel und schlug uns entgegen. Ohne Ziel liefen wir im Regen rastlos hin und her. Du gefielst mir sehr. Ich weiß ganz genau, was dieser Abend mit uns. Seht ihr denn nicht, Titans? Ihr seid die wahre Bedrohung für Jump City. Und deswegen habe ich euch hergelockt. Was soll das denn heißen? Das war die lange Variante für das ist eine Falle. Eine Falle? Krass, Mann, das habe ich nicht kommen sehen. Gib mir 5, Bibi. Okay, ich schlag ein. Toll gemacht, Kumpel. Erde. Seht ihr? Nur die Person an der Spitze der Pyramide bekommt das Geld. Oh, das ist der Boss. Oh. Ist das eine Mumie? Natürlich ist es das. Und ihr seid nicht überrascht? Nein, nicht wirklich. Ihr fragt euch nicht, wo die Mumie herkam? Die kam aus der Pyramide. Woher denn auch sonst? Mumienmäuse. Bitte schön, Mumie. Mumienmäuse. Aber wir haben doch nicht mehr. Wir haben den Rest gegessen. Mumienmäuse. Santa hat die Feiertagsfiguren entführt, damit er sie übernehmen kann. Ein kleines Geheimnis gelüftet, was? Warum, Santa? Warum hast du das getan? Weil ich der Weihnachtsmann bin und Ostern auch mir gehören sollte. Jeder Feiertag sollte mir gehören, Valentinstag sollte mir gehören, Erntedank auch. Präsidententag, Tag des Baumes, Chanukka, Cinco de Mayo. Das mit den Kostümen, wo man die Kekse mit den drei Ecken isst, ihr wisst schon. Purim? Purim sollte mir gehören! Du bist wahnsinnig. Bin ich das? Meinetwegen hängen die Leute schon vor Halloween ihre Weihnachtsdekoration auf. Bald schon werde ich den gesamten Feiertagskalender kontrollieren. Cool. Das ist nicht cool, Beast Boy. Es tut mir leid, Santa, aber das dürfen wir nicht zulassen.